schnell man übrigens zu einem Massenmörder werden kann, soll unser folgendes Beispiel zeigen. Schon ein kleines Missverständnis, ein falsches Hotel oder eine falsche Zimmertür kann fatale Folgen haben und plötzlich ist jemand tot. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein Fehler, den Sie nicht so leicht beheben können. Darum seien Sie immer auf der Hut, auch beim folgenden Stück Der Profi. Oh Mann, wo bleibt er denn? Gleich 3 Uhr. Herein! Guten Tag, bin ich hier richtig wegen dem Casting? Nein, endlich. Sind Sie der Profi? Mein Name ist Helmut. Ja, ich bin Profi. Sie sind mir empfohlen worden. Wirklich? Darf ich fragen, von wem? Von meinem Agenten? Keine Namen. Sie bekommen von mir das Geld und Sie erledigen Ihre Arbeit. Sie zahlen im Voraus? Dann habe ich den Job. Einfach so? Soll ich Ihnen nicht irgendetwas zeigen? Wir sind schon viel zu spät. Es ist gleich 3 Uhr. Sie sind viel zu spät gekommen. Ja, mein Zug hatte Verspätung. Aber ich kann sofort anfangen. Worum geht's? Um Kuno und den Koffer. Schöner Titel. Ja, er wird demnächst hier auftauchen, um sich mit mir zu treffen. Sie werden ihn empfangen und ihm sagen, dass ich mich verspäten werde. Und dann? Und dann erledigen Sie Ihren Job. Also, nur diese eine Szene? Ich dachte, es handelt sich um eine etwas größere Rolle. Die Rolle in diesem Stück ist wohl groß genug. Und wenn ich zufrieden bin, habe ich vielleicht noch einen Folgeauftrag. Und das Drehbuch? Wie ist der Ablauf? Keine Namen und nichts Schriftliches. Improvisieren Sie. Ich habe mal Impro-Theater gemacht in Augsburg. Hier, die 50.000 Euro. Aha. Wie besprochen. Für mich? Ja, für wen sonst? Für eine Szene? Mehr gibt's nicht, das war so abgemacht. Okay, bevor ich mich sagen lasse, dann scheint das aber eine internationale Produktion zu sein. Je weniger Sie wissen, desto besser. Wegen der Presse. Verstehe. Alles geheim. Es geht immerhin um... Oh Mann, das könnte mein Durchbruch werden. Es geht immerhin um Kuno. Ach ja, Kuno wieder. Hier, die Waffe. Cooles Ding. Und? Kann ich mich auf Sie verlassen? Ich soll einfach improvisieren. Ja. Jetzt gleich? Ohne Proben? Ja. Einfach loslegen und in eins durch. Ja. Und die Kamera? Was für eine Kamera? Die ist versteckt, habe ich recht? Das Zimmer wird von uns Video überwacht. Verstehe. Authentizität. Was? Natürlichkeit. Wirklichkeitsnähe. Deshalb auch keine Proben. Einfach in eins durch und zack im Kasten. Eine konsequente Weiterentwicklung des Dogma-Stils. Genial. Wahrscheinlich muss man verrückt sein, wenn man seinen Job machen will. Da haben Sie ein wahres Wort gesprochen. Sie machen ihn kalt und holen den Koffer. Den Kuno. Ja, wen denn sonst? Natürlich. Und der hat einen Koffer und den schnapp ich mir. Ja. Und das ist alles? Ja. Für 50.000 mache ich alles. Böse Jungs spiele ich sowieso am liebsten. Okay, alles geklärt? Wie lange dauert die Szene? Ja, das ist Ihre Angelegenheit. Sie ziehen das Ding durch und Ende. Eine schwierige Aufgabe, aber reizvoll. Ausgesprochen reizvoll. Es geht auch immerhin um Kuno. Für 50.000 bekommen Sie Ihre Szene. Oh Mann, das ist mein Durchbruch. Sie sind doch Profi, oder? Ah, sicher. Bei meinem letzten Engagement
auf der Oldenburger Volksbühne, da habe ich als blutrünstiger Mörder ein herrliches Massaker angerichtet. Mitten auf der Theaterbühne? Sicher, die Zeitungen waren voll davon. Es war ein Riesenerfolg. Oh Mann, schon nach drei. Also, Sie ziehen das Ding durch, egal was passiert. Claro. Wir sehen uns später. Läuft die Kamera schon? Ich fange jetzt einfach an. Okay? Ich bin ein fieser Killer. Ich will den Koffer. Herein! Sind Sie Kuno? Ja. Wo ist Kokskalle? Der verspätet sich. Ich verhandle nur mit Kokskalle. Hast du den Koffer dabei? Ja. Das ist gut. Wenn Kokskalle nicht da ist, gehe ich wieder. Ich will den Koffer. Den Koffer? Den Koffer. Den Koffer bekommst du nicht. Ich bekomme den Koffer nicht? Nein, den Koffer bekommst du nicht. Wenn ich den Koffer nicht bekomme, dann werde ich dich umlegen. Du wirst mich umlegen, wenn du den Koffer nicht bekommst? Genau. Hier, mitten im Hotel? Hier, im Hotel. Warum lachst du nicht mehr? Du bist ja vollkommen wahnsinnig. Ich habe einen Auftrag. Auftrag erledigt. Was, runter! Ah, die Jungs vom Team Green. Was, für eine Überraschung. Das ist mein Koffer. Waffe runter! Was ist denn hier los? Ist das Kuno? Das war Kuno. Hey, das war mein Job. Ich sollte Kuno kalt machen. Pech gehabt. Sie waren zu spät beim Casting. Ich stand im Stau. Tja, jetzt habe ich den Job gemacht. Pech gehabt. Aber hier liegen 5 Leichen. Ja, gut, oder? Hat echt Spaß gemacht. So kann man doch nicht arbeiten. Ist die Szene im Kasten? Das kommt davon, wenn man Amateure engagiert. Ich bin kein Amateur. Ich bin Profi. Oldenburger Volksbühne. Regie? Hallo? Ey, Jungs! Was ist los mit euch? Die Szene ist fertig! Regie? War ich gut? Oldenburger Volksbühne oder die Almhüdler. Jeder fängt mal klein an. Diese Binsenweisheit gilt für jeden von uns, selbst für mich. Jetzt werden Sie sagen, aber doch nicht die Frau Peters. Doch, auch ich kam nicht in Uniform zur Welt. Auch ich musste eine Schule durchlaufen, Prüfungen ablegen, theoretische wie praktische, um meinen heutigen Wissensstand erklimmen zu können. Damit Sie einmal ausführlich darüber nachdenken können, ob Sie eigentlich genug wissen, entlasse ich Sie jetzt in die Pause. Ich wünsche Ihnen einen angeregten Austausch über das Gesehene und Gelernte. In 15 Minuten treffen wir uns wieder hier in den gleichen Räumlichkeiten. Nutzen Sie die Zeit der Pause und schöpfen Sie Kraft, Mut und Hoffnung. Und den Falschparkern unter Ihnen
sagen, dass mittlerweile 5 Autos abgeschleppt worden sind. Sie können sie am Montag ab 7.30 Uhr in der polizeilichen Verwahrstelle im Trudering wieder abholen. Bitte beachten Sie, dass dorthin keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Angenehme Pause.